Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Sarah und Merle. Ich bin Merle. Ich bin Sarah. Und wir beide möchten heute über das Thema Überfischung reden. Und zwar sind wir beide an der Uni Kiel bei dem Seminar Visible Science. Und wir dachten uns, Überfischung, da wird nicht genug in den Medien drüber gesprochen. Und deshalb wollen wir da heute mal ein bisschen was zu erzählen. Ich fange mal an und ich stelle erstmal ein bisschen was Allgemeines vor. In den 1950er Jahren galten die Fischbestände im Meer noch als unendlich. Und der Zweite Weltkrieg gab den Fischen die Chance, sich ungehindert zu verbreiten. Jedoch war das Problem, dass nach Ende des Zweiten Weltkrieges alle Fischer wieder auf die Meere konnten und niemand an nachhaltiges Fischen gedacht hat. Das Prinzip gab es damals einfach noch nicht. Heute sind die Folgen von industriellem Fischfang deswegen unter anderem immer noch zu spüren. Denn nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, gelten rund 30% aller Fischbestände heute als überfischt und weitere 60% werden bis an die Belastungsgrenze befischt. Und im Mittelmeer zum Beispiel gelten 62% der Bestände als überfischt, also das ist wirklich schon super ausgelastet. Dabei gibt es zwei Formen von Überfischung, einmal die Rekrutierungsüberfischung und einmal die Wachstumsüberfischung. Und bei der Rekrutierungsüberfischung ist es so, dass mehr Fische aus dem Bestand genommen werden, als in den Folgejahren durch natürliche Vermehrung und Zuwanderung nachwachsen können. Und bei der Wachstumsüberfischung ist es so, dass wenn ein Fisch vor seinem maximalen Gewicht gefangen wird, ist das zu früh in seinem Lebenszyklus. Und würde man ihn später fischen, gäbe es einfach einen höheren Ertrag, weil ja immer nach Gewicht gefischt wird. Kommen wir einmal zum Konsum. Der Fischkonsum hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt, unter anderem wegen der Zunahme der Weltbevölkerung, der Massenproduktion durch industrielle Fischerei, die den ökologischen und sozialen Preis einfach nicht berücksichtigt und dadurch einen breiteren Zugang zu den dann günstigen Nahrungsmittel Fisch ermöglicht. Dazu kommen die Steigerung der Kaufkraft in den Schwellenländern. Das zählt auch noch mit da rein, dass Fisch einfach so teilweise billig angeboten wird, dass wirklich für jeden erreichbar ist. Und Fisch erlangt eine immer größere Attraktivität unter dem Ernährungsmittelaspekt. Heute isst jeder Mensch durchschnittlich 19,2 Kilogramm Fisch pro Jahr, also doppelt so viel wie noch vor 50 Jahren. Und 2013 wurden weltweit rund 93 Millionen Tonnen Fisch gefangen. 38,5 Millionen Tonnen Beifang pro Jahr werden derzeit in Kauf genommen. Beifang ist einfach alles, was nicht verwertet werden kann. Zum Beispiel war ja auch mal ganz groß in der Debatte Delfine im Thunfisch. Also das zählt alles mit zu Beifang. Und dann kommt noch der illegale Fischfang dazu, der nach Schätzung 11 bis 26 Millionen Tonnen des weltweiten Fischfangs ausmacht. Und das sind ungefähr 12 bis 28% des gesamten Fangs. Stellt sich natürlich die Frage, warum Überfischung überhaupt problematisch ist. Das Problem dabei ist, dass es schwer ist, die Überfischung zu stoppen. Und eigentlich noch schwerer, als man sich eigentlich vorstellt. Weil ganz oft kommt die Frage, man muss doch nur die Fischerei für ein paar Jahre aussetzen, damit sich die Bestände erholen. So leicht geht das aber nicht, denn nach Angaben des Bundes gehen davon Lebensraumnischen im Ökosystem auf und die werden von anderen Fischarten besetzt, was zum Verschwinden einer Art führen kann, selbst wenn Fangverbote eingeführt werden. Und die Fische werden immer kleiner und früher geschlechtsreif, was bedeutet, dass sie leichter aus den Netzen entkommen und sich fortpflanzen können. Wenn Fische kleiner werden, nimmt die Abnahme der Fischbestände nur zu, nach Gewicht gefischt wird und die Fangquoten nur mit mehr Fischen ausgeglichen werden können. Also wenn man das zusammenfasst, lässt sich sagen, die gleichen Fangquoten kommen mit leichteren Fischen zusammen, was bedeutet, dass mehr Fische gefangen werden muss, um die Quoten zu erreichen. Als letztes erzähle ich noch mal was zu diesen Fangmethoden. Es gibt super viele verschiedene und die beiden wichtigsten sind das pelagische Schleppnetz und das Grundschleppnetz. Einmal das pelagische Schleppnetz. Es wurde in den 60er Jahren eingeführt und hat eine Tütenform, welches am Ende durch eine Tasche, die die Fische fängt, geschlossen wird. Es wird von einem oder mehreren Booten durch das freie Wasser geschleppt und die Netzöffnung kann dabei bis zu 23.000
Quadratmeter groß sein, also riesengroß, und das entspricht circa 5 Fußballfeldern. Es passen 12 Jumbo-Jets in den Rachen des Netzes und die Gesamtlänge kann 1500 Meter betragen. Und der wichtigste Punkt ist die Maschengröße. Die größten Maschen können 128 Meter weit sein, wo zum Beispiel ein Delfin ja auch noch leicht durchkommt. Die kleinsten Maschen jedoch sind weniger als 1 Millimeter klein und so kommen dann auch der Beifang zustande. Eine Netzfüllung von einem pelagischen Schleppnetz könnte bis zu 500 Tonnen Fisch liefern, inklusive riesiger Mengen Beifang. Und das zweite wichtigste Schleppnetz ist das Grundschleppnetz. Es hat die gleiche Form wie das pelagische Schleppnetz, ist aber kürzer, denn es sind nur maximal 200 Meter. Und der größte Unterschied ist, dass das Grundschleppnetz auf dem Boden geschliffen wird und dabei hängt es hinter einem Gewicht, das über den Meeresgrund gezogen wird. Das Problem bei dem Grundschleppnetz ist aber, dass auf dem Grund lebende Fische und auch Garnelen aufgescheucht werden und im Netz landen. Und der Boden wird bei dieser Methode so brutal durchgewühlt, dass zum Teil tiefe Furchen hinterlassen werden und auch ganze Korallenriffe bei der Nutzung zerstört werden. Deshalb ist es in vielen Gebieten schon verboten oder nur eingeschränkt zu verwenden. Vielen Dank dir. Nachdem wir jetzt gehört haben, was so das große Problem an der Überfischung allgemein ist, wollte ich jetzt noch mal näher darauf eingehen, was können wir als normale Konsumenten und als Esser von Fisch dagegen machen? Woran können wir uns orientieren? Und was sind Hilfen, die wir in Anspruch nehmen können? Im Zuge dessen werde ich jetzt gleich unterschiedliche Siegel vorstellen. Da unterscheidet man zwischen Siegeln zwischen der Aquakultur und dem Wildfang. Aus der Aquakultur werde ich das Siegel ASC, das EU-Bio-Siegel vorstellen und das Naturland-Siegel. Und beim Wildfang werde ich nochmal auf das MSC-Siegel angehen. Auf jeden Fall sind wir darauf angewiesen, dass auch weiterhin Fisch geliefert wird, weil es durchaus auch Länder und Personen gibt, die eben auf die Proteinquelle Fisch angewiesen sind. Daher hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie kann man das nachhaltig und ökologisch bedacht machen. Mittlerweile kommen ungefähr 50% des gesamten Speisefisches aus Aquakulturen. Das ist eine Zahl, die von der FAO, von der Food Agricultural Organization of the United Nations gegeben worden ist. Und am Anfang dachte man, dass die Aquakultur die Antwort auf die Frage ist, was man gegen die Überfischung der Weltmeere machen kann. Die Aquakultur selber bringt aber auch Probleme mit sich. Da ist zum einen die Verschmutzung durch Futterreste, Fäkalien, Antibiotika und Chemikalien, die wiederum in die Gewässer, die die Aquakulturen umgeben, freigesetzt werden. Dass Raubfische immer noch ernährt werden durch Fischmehl und Öl. Dass für Aquakulturen zum Teil Mangrovenwälder kahlgeschlagen werden müssen, was in zweierlei Hinsicht schädlich ist, denn zum einen sind Mangrovenwälder die Kinderstuben für die Fische, das heißt, dort wachsen sie auf, dort erreichen sie eine bestimmte Größe und außerdem sind Mangrovenwälder auch unglaublich gute CO2-Speicher. Eine Mangrove speichert 5-mal so viel CO2, wie das ein normaler Baum tut, deswegen ist die Abschlagung von diesen Mangrovenhölzern doppelt schädlich. Und außerdem kommt es immer wieder vor, dass Tiere aus den Aquakulturen ausbrechen und sich dann mit der normalen Wildpopulation vermehren oder aber auch Krankheiten nach außen bringen. Bei der Vergabe von den Siegeln gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, die ganz grundsätzlich verfolgt werden können. Zum einen gibt es den Ansatz, dass die schlechtesten Spieler oder die schlechtesten Farmen oder Fischer ausgeschlossen werden. Und der zweite Ansatz ist, dass man die besten Fischer auszeichnet. 2009 wurde in Zusammenarbeit mit dem WWF die Aquacultural Stewardship Council gegründet oder eben auch kurz ASC. Das ist das Siegel, was man für die Aquakultur am meisten in den Läden sieht. Das ASC-Siegel ist eine Kompromisslösung zwischen Naturschutz und Wirtschaftsverbänden. Das heißt, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, was sind so die Mindestanforderungen, die gegeben sein müssen. Die Standards, auf die man sich geeinigt hat, sind der geeignete Standort, eine hohe Wasserqualität, dass man nachweisen kann, dass die Sterblichkeitsrate bei den Fischen gering bleibt.
und dass man das Futtermittel, so Fischmehl und Fischöl, transparent nachweisen kann und dass das aus der MSC-Fischung kommt. Außerdem, dass eben Antibiotika nur unter medizinischer Betreuung angewandt werden. Der Ansatz als solcher ist eben gut und es gibt 12 unterschiedliche Standards für unterschiedliche Spezies, die die ASC anwendet, um zu ermitteln, ob Aquakulturen dem Siegel würdig sind. Es gab aber 2018 eine Studie, die ausgeführt wurde von seachoice.org. Die haben sich 257 Lachsfarmen auf der ganzen Welt angeschaut und haben sich deren öffentliche Prüfberichte angeschaut, um nachzugucken, ob die ASC-Standards auch tatsächlich erreicht worden sind. Insgesamt wurde der Zeitraum von 2014 bis 2018 angeschaut. Darin wurden 456 Prüfberichte ausgewertet. Und in diesen 456 Prüfberichten wurden insgesamt 3.726 Verstöße gegen die ASC-Standards festgestellt. 790 von diesen Verstößen waren schwere Verstöße. Und nur 32 von diesen Prüfberichten stimmten komplett mit den ASC-Standards überein. Dazu muss dann eben auch noch gesagt werden, dass keiner dieser Aquakulturfarmen, die diese schweren Verstöße zum Beispiel hatten, das Siegel entzogen worden ist. Eines der größten Probleme, die dort festgestellt worden sind, war der Befall mit Seeläusen. Seeläuse sind Parasiten, die gerade auf die Jungfische gehen und die eben das Hautgewebe zerstören. Und gerade wenn die jungen Lachse ausbrechen, kommt es immer wieder dazu, dass die Seeläuse auch auf die wilden Populationen übergreifen. Das heißt, das ist kein in sich geschlossenes System, sondern auch Wildpopulationen sind davon betroffen. Laut Schätzungen wird eben gesagt, dass ungefähr 1/5 der zertifizierten Lachsfarmen sich an die Standards tatsächlich nur halten und trotzdem eben ausgezeichnet werden. Das untergräbt eben total das, wofür so ein Siegel stehen sollte. Weil wenn man was kauft, wo das Siegel drauf ist, geht man eben davon aus, okay, die Standards werden erfüllt und die werden auch 100% erfüllt. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass man Abweichungen von den Standards beantragen kann und die werden dann eben auch als solche gewertet. Und dann sagt man eben beim ASC, okay, kein Problem, bekommst das Siegel trotzdem. Dann gibt es aber noch weitere Biosiegel, die wir im Laden finden. Einmal das EU-Biosiegel, wo noch hinzukommt, dass eine Obergrenze für die Besatzungsdichte angegeben wird, dass keine Hormone in das Wasser gegeben werden dürfen, um das Laichen auszulösen und dass das Futter aus ökologischen Produktionen stammen muss. Darauf nochmal ein besseres Siegel ist das Naturlandsiegel, was Vorreiter in der Öko-Zertifizierung ist. Seit 1996 bestehen diese Standards und in dem Naturlandsiegel sind auch soziale Standards, das heißt die Arbeitsbedingungen für die Fischer werden auch noch mit begutachtet. Außerdem ist eines der wichtigsten Punkte, dass eben hier auch Fischöl und Fischmehl aus Speiseresten tatsächlich gewonnen werden. Weil 1/3 der gesamten Wildfänge auf der Erde sind nur für Fischmehl und Fischöl. Das heißt, 1/3 aller gefischten Fische sind nur dafür da, dass wir weitere Fische in Aquakultur füttern können. Soll heißen, dass wenn man 100 Gramm Fischsteak oder Fischfilet bei sich auf dem Tisch hat, sind dafür 280 bis 420 Gramm von anderem Fisch gestorben und gefischt worden. Das waren jetzt die Siegel für die Aquakultur und das nächstgrößere oder das größte Siegel wäre das MSC-Siegel des Marine Stewardship Council. Das wären also alle Siegel für die Wildfänge, für die Wildfischerei. Auf dem deutschen Markt sind rund 60% aller Wildfänge mit dem MSC-Siegel ausgezeichnet und 12% weltweit. In letzter Zeit ist das Siegel immer mehr in Kritik gekommen, weil sich die MSC selber das Ziel gesetzt hat, dass man bis 2020 20% sämtlicher Wildfänge zertifizieren möchte und bis 2030 33%. Die Folge davon war eben, dass man auch immer wieder größere Industriefischereien mit dem Siegel ausgezeichnet hat, obwohl die eigentlich den Gütekriterien nicht entsprechen. Die drei großen Gütekriterien, die für das MSC-Siegel angesetzt werden, ist, dass die Fischerei, die das Siegel haben, nicht zur Überfischung beitragen dürfen
oder dass man eben bei erschöpften Beständen nachweisen muss, dass die Erholung nicht beeinträchtigt wird. Und das Ökosystem muss erhalten werden, der Beifang niedrig gehalten und außerdem muss eine gute Verwaltung und ein gutes Management hinter dieser Fischerei stehen. Genau, die einzelnen Standards richten sich nach Fischart, nach dem Fischort und nach der Fangmethode und sind immer wieder Einzelentscheidungen. Und die Grundausrichtung, wie der MSC gegründet worden ist, war eigentlich ein Goldstandard. Man hat gesagt, okay, es gibt unabhängige Zertifizierer, die gehen dorthin, überprüfen die Lage und nur nachdem alle Gütekriterien ausgefüllt worden sind, dann gibt es das Logo. Mittlerweile, wie auch beim ASC, wurde dieser Standard leider immer wieder ausgehöhlt und dadurch mehrt sich die Kritik an dem MSC-Siegel. So wurde zum Beispiel gezeigt in der WDR-Doku das Geschäft mit dem Fischsiegel, die dunkle Seite des MSC, dass Fischereien auch zertifiziert werden. Das, was Merle vorhin schon angesprochen hatte mit dem Thunfischfang. Spezifisch geht es da um eine Fischerei vor der Küste von Mexiko. Und diese Fischer, diese industriellen Schiffe, gehen gezielt auf Delfinschulen los, weil die wissen, dort wo Delfine sind, sind auch Thunfische. Und mit den Ringwadennetzen werden gezielt die Delfinschwärme praktisch eingenetzt. Und das, was die MSC argumentiert, warum diese Zertifizierung trotzdem stattgefunden hat, ist, dass gesagt wird, da gehen Taucher dann ins Wasser, die einzeln die Delfine aus dem Netz lassen. Das heißt, die versuchen dann eben, diese Delfine per Hand zu befreien, wodurch die Delfinsterberate im Jahr auf ungefähr 400 reduziert worden ist, laut Aussage der MSC. In dieser Dokumentation ist allerdings rausgekommen, dass diese Zahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Realität versprechen. Man muss sich das so vorstellen, dass diese unabhängigen Beobachter, die mit auf die Schiffe gehen, sind zum Teil monatelang, wochenlang mit den Fischern auf dem Schiff eingeschlossen. Da hat man also sozialen Druck. Und die Fischer sind natürlich auch darauf angewiesen, dass die eigenen Fischraten sehr hoch sind, weil das ist ihre eigene Bezahlung. Und die Art und Weise, wie dort Druck auf die Observer ausgesetzt wird, spricht nicht unbedingt für eine objektive Berichterstattung, die am Ende stattfindet. Das heißt, der Aussage des MSC mit den 400 Delfinen, die pro Jahr durch diese Fangmethode sterben, werden andere Schätzungen entgegengesetzt, wo gesagt wird, das sind mehrere Tausend, die dort pro Jahr sterben. Und man kann es eben so gut wie nicht nachvollziehen. 2018 kam es auch zu einem offenen Brief von unterschiedlichen Umweltschutzorganisationen und Einzelpersonen, die immer wieder angeprangert haben, dass eben dadurch, dass die MSC mittlerweile auch große Industrieschiffe auszeichnet, dass Siegel an Bedeutung verloren hat und dass dem Konsumenten was versprochen wird, was am Ende nicht eingehalten werden kann. Und nachdem wir jetzt gesehen haben, dass die Siegel semi-zuverlässig sind in der Art und Weise, wie sie unser Konsumverhalten leiten können, gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man seine Kaufentscheidungen sich danach leiten lassen kann. Und das wären Fischratgeber. Es gibt zum Beispiel den Fischratgeber vom WWF und von Greenpeace, der allerdings von 2016 ist. Seit der Zeit hat sich einiges verändert. Greenpeace, der Fischratgeber, dort sind definitiv strengere Regularien angesetzt. Das heißt, einiges an Fisch, was bei Greenpeace nicht als nachhaltig und nicht als moralisch, ethisch vertretbar angesehen wird, wird vom WWF noch als vertretbar angesehen. Beiden ist aber tatsächlich gleich, dass nur eine Fischart unvoreingenommen als problemlos kaufbar angesehen wird, und das ist der Karpfen. Bei allen anderen kann man eben via Ampelsystem oder via Ausnahmen einsehen, in welchen Gebieten mit welcher Fangmethode ein Fischkonsum noch tatsächlich vertretbar ist. Und zum Schluss wollten wir nochmal den Dr. Rainer Fröse kurz vorstellen, weil dieser so freundlich war, einige schriftliche Interviewfragen zu beantworten, die wir an ihn gestellt haben. Erstmal kurz was zur Person. Dr. Rainer Fröse ist leitender Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Meeresforschung hier in Kiel
Und seine Hauptforschungsgebiete sind eben Biodiversität und Überfischung. Und er war auch maßgeblich daran beteiligt, die Fishbase mit aufzubauen. Das ist eine umfangreiche Datenbank über die einzelnen Fischbestände weltweit. Und Merle wird jetzt die Fragen vorlesen, die wir ihm gestellt haben. Und von mir kommt dann die Antwort, die Herr Fröse gegeben hat. Gut, dann fange ich mal an. Die erste Frage war, in diesem Jahr wurden Sie als einflussreichster Wissenschaftler für den Meeresschutz 2019 ausgezeichnet. Die Auszeichnung haben Sie vor allem für Ihren Beitrag zur Erfassung von Fischbeständen erhalten. Können Sie kurz erläutern, wie diese Daten erhoben werden? Den Preis habe ich für neue datenarme Methoden zur Bestandserfassung von Fischbeständen erhalten. Verfügbare Daten sind oft nur die berichteten Fänge oder Häufigkeiten im Netz von Forschungsfahrten oder Längenverteilungen im Fang. Mit rechenintensiven Monte-Carlo-Methoden, praktisch das zufällige Ausprobieren aller Möglichkeiten und das Ausschließen von wenig wahrscheinlichen Lösungen, können auch aus diesen Daten sinnvolle Abschätzungen der Bestandsgröße und der Ausbeutung ermittelt werden. Genau, die Frage, die sich einem immer stellt, ist, worauf basieren denn eben diese Zahlen? Merle hat ja, oder du hast am Anfang gesagt, dass 60% bis zur Belastungsgrenze ausgefischt werden. Aber woher kommen diese Zahlen? Wir können eben nicht in das Meer schauen und wissen mit einer Glaskugel, wie viele Fische wo gegeben sind. Das heißt, die Frage war dann eben, wie kann man das überhaupt einschätzen? Es ist halt Wahnsinn, wie viel Schätzung dahinter steht. Und wie viel Stochastik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Oh Gott, ja, da braucht man das doch nochmal. So, ja, die zweite Frage, die wir gestellt haben, war, Fangquoten werden auf politischer Ebene festgelegt. Wie nah an wissenschaftlichen Erhebungen würden Sie diese einschätzen? Die erlaubten Fänge werden von den europäischen Landwirtschaftsministern festgelegt. Die wissenschaftlichen Empfehlungen werden dabei oft ignoriert. Ich muss sagen, die Antwort hat mich echt schockiert ein bisschen, weil ich meine, da sitzen Wissenschaftler hinter. Die kennen sich damit aus. Und als Konsumer würde man ja eigentlich denken, dass man sich da anvertrauen kann, was die Politik sagt. Aber wenn das teilweise gar nichts miteinander zu tun hat, ist es halt echt wichtig, sich nochmal anzugucken, was wissenschaftliche Erhebungen überhaupt gesagt haben, dass man sich auch sicher gehen kann, dass man das, was man isst, dass es auch, ich sag mal, okay ist. Ja. Ich glaube eben, das ist wie bei den Siegeln, das ist immer ein Spagat, weil die Politik existiert eben auch irgendwo zwischen wirtschaftlichen Interessen und zwischen Nachhaltigkeitsgedanken und eben auch wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da muss man irgendwie einen Zwischenweg finden. Und ich glaube eben auch, dass man als Politiker, gerade eben, weil ich einschätze, dass die Fischereilobby recht stark ist, dass man dort eben auch sehr beeinflusst wird. Die dritte Frage, die wir gestellt haben, war, laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft werden über 70% der Bestände im Nordatlantik nachhaltig bewirtschaftet. Würden Sie dieser Aussage zustimmen und sehen Sie Ihre Vorstellung von nachhaltiger Fischerei darin reflektiert? Die offiziellen Zahlen beziehen sich nur auf die Hauptarten, für die traditionelle Bestandsabschätzungen vorliegen. Wenn man alle Arten mit verfügbaren Daten einbezieht, dann bedeuten mehr als 40% der erlaubten Fänge Überfischung. Und das, obwohl laut europäischen Fischereigesetz spätestens im Jahr 2020 alle Überfischung beendet werden sollte. Die Minister verstoßen gegen ihre eigenen Gesetze. Das ist eben auch nochmal verrückt, ne? Wenn eben tatsächlich mit den Daten gespielt wird, sodass man das am Ende darstellen kann, als ob das nach den eigenen Richtlinien alles durchgesetzt wird. Und am Ende ist es nur Augenwischerei. Die vierte Frage war, ab spätestens diesem Jahr soll die gesamte europäische Fischerei nach dem Maximum Sustainable Yield Prinzip betrieben werden. Glauben Sie, dass sich die Fischbestände wieder erholen werden bzw. können? Bewirtschaftung nach dem Prinzip des maximalen Dauerertrages ist gesetzlich vorgeschrieben und ein großer Schritt in die richtige Richtung. Die Bestände könnten sich dann tatsächlich innerhalb weniger Jahre erholen und die Fänge könnten höher sein als heute. Leider wird das Gesetz von den Verantwortlichen nicht umgesetzt, weil man zunächst weniger fangen muss, um später mehr zu fangen. Die fünfte Frage war, in dem Artikel Fishing Down Marine Food Webs wird die sukzessive Dezimierung der Fischbestände entlang der Nahrungskette aufgezeigt. Dadurch wird nicht nur der Bestand der jeweiligen Art, sondern das gesamte Ökosystem beeinflusst. Welche langfristigen Folgen kann dies haben?
Fishing Down the Food Web dezimiert die beliebten großen Raubfische, zum Beispiel Thunfisch, dorschartige Zackenbarsche, aber auch Haifische wegen ihrer Flossen so sehr, dass sie ihre stabilisierende Rolle im Ökosystem nicht mehr erfüllen können. Die Folgen sind weniger ertragreiche Ökosysteme und Massenvermehrung von unerwünschten Arten wie etwa Quallen. Ich glaube, diese Quallen-Blooming-Phänomene, die sind in den letzten Jahren auch vermehrt in den Medien gewesen. Und ich weiß eben auch, dass es einige bestimmte Gebiete gibt, auch in der Ostsee oder im Mittelmeer, die man als Dead Zones bezeichnet. Das bedeutet einfach nur, dass in diesen Gebieten so wenig Sauerstoff im Meer vorhanden ist, dass so gut wie keine Lebewesen dort mehr existieren können. Und obwohl das eben zumeist durch das Einpumpen von Düngemittel geschieht, die am Ende eben dem Wasser den Sauerstoff entzieht, spielt das eben auch eine Rolle dabei. Weil wenn die großen Raubfische fehlen, breiten sich die Schwarmfische aus. Die Schwarmfische ernähren sich dann wiederum von dem Zooplankton. Und wenn das weniger ist, dann kommt eben Algenblume und Quallen vermehrt vor. Die sechste Frage war, Sie haben sich in Vergangenheit kritisch gegenüber dem Marine Stewardship Council und dem dazugehörigen Siegel geäußert. Können Sie die Gründe dafür erläutern? Die Regeln des MSC erlauben leider Überfischung und Ausbeutung von viel zu kleinen Beständen. Das ist Irreführung der Verbraucher und übt keinerlei Druck auf die verantwortlichen Minister aus. Und übt eben auch dadurch keinen Druck aus auf die Fischereien. Weil wenn, wie ich vorhin gesagt habe, die Siegel vergeben werden, auch für große Industrieschiffe, die sich eindeutig nicht an die Standards halten, wo ist denn da Anreiz? Und in dieser Doku kamen eben auch Fischer vor, die ganz traditionell handwerklich gefischt haben und die haben gesagt, sie haben gar kein Interesse mehr daran, das MSC-Siegel für sich selber in Anspruch zu nehmen, weil das für sie Humbug ist. Also warum sollte man, wenn man sich mit einer Angel hinstellt, in den gleichen Topf geworfen werden wie so ein riesiges Industrieschiff, wo die Verladung von Thunfisch eine Woche dauert, weil so viel gefangen worden ist? Die siebte und letzte Frage, die wir Herrn Röse gestellt haben, war, steht Fisch auf Ihrem eigenen Speiseplan? Wenn ja, woran orientieren Sie sich beim Kauf? Siegel, Fischratgeber, Fangmethode, Fanggebiet? Ich esse gerne und häufig Fisch, meide dabei aber die befischten Bestände wie etwa Dorsch, Kabeljau, Aal, Rotbarsch und Dornhai, auch bekannt als Stellerlocke. Genießen kann man zurzeit Scholle aus Stellnetzen, Seelachs aus der Barentssee oder Wildlachs aus Alaska. Interessant. Isst du Fisch eigentlich? Ich esse Fisch als Delikatesse. Soll heißen, dass ich vielleicht alle 2-3 Monate, wenn ich wirklich Lust drauf habe, Fisch esse. Ist ein bisschen wie beim Fleischkonsum für mich. Also ich bin jetzt nicht ausschließlich Vegetarierin, aber ich esse vielleicht alle paar Monate Fleisch oder aber auch Fisch. Und wie sieht's bei dir aus? Ich habe echt lange keinen Fisch mehr gegessen, einfach weil ich dachte, dass man gar keinen Fisch mehr essen sollte. Also ich dachte das für mich. Aber ich glaube, dass ich mich an der Empfehlung von Herrn Fröse vielleicht doch nochmal an Fisch rantraue, weil es schmeckt ja auch gut. Und ich glaube, dass man dann teilweise, wenn es auch nicht zu häufig ist, so wie du das machst, dass man da auch mal wirklich genießen kann. Und wenn man ein bisschen darauf achtet, vielleicht ein bisschen mehr darauf achtet, was die Wissenschaftler sagen, dass man dann da sich auch mal was gönnen kann. Ich denke auch. Also wenn man eben ein bisschen Arbeit reinsteckt und das als Delikatesse betrachtet und man genau weiß, okay, dem Siegel vertraue ich und dieser Fangmethode vertraue ich und aus diesem Gebiet weiß ich, dass das eine gute Fischerei ist, dann ist das, glaube ich, zu vertreten. Zum Abschluss möchten wir nochmal sagen, dass wir hoffen, dass ihr vielleicht ein kleines bisschen Informationen über die Welt der Überfischung mitgenommen habt. Vielleicht den eigenen Konsum nochmal überdenken, auf die Siegel achten, ein bisschen tiefgründiger selber nachforschen, was bedeutet, was kann ich ohne schlechtes Gewissen essen. Ich fand es auf jeden Fall interessant, wie viel dahinter steckt. Und bei der ganzen Recherche ist mir jetzt eben auch nochmal aufgefallen, wie vielschichtig das Problem auch ist und dass man da tatsächlich ein bisschen Zeit und Recherche mit reinbringen muss, um den eigenen Konsum auch vor sich selber zu rechtfertigen. Und ich hoffe, dass wir euch da mitnehmen konnten und euch da einen kleinen Einblick gewährt haben.